die schnellste Möglichkeit, Feuerholz zu machen. Du brauchst eine Kettensäge, Gehörschutz und diese Pfeile. Und hier ist der Sägebock. Hier so eine Axt. Dann wird das reingelegt, ähnlich wie hier. Und dann lege ich immer noch Äste unter. Und dann säge ich das einfach so ab. Dann hier drüben, so runter. Und anschließend wird es in Beutel gemacht, abtransportiert, gebe ich es hierher. Und dann schlage ich das, wird einfach nur entleert. Und dann stelle ich mich so hin und schlage dann einfach das Holz so, schlage ich die praktisch in zwei. Und dann ist es, warte ich das jetzt so aufspalten, das sind hier wie 4 Minuten oder so. Das geht wirklich rucki zucki. Mit einer Axt kann ich es euch schlecht zeigen. Wenn es manchmal nur so hängt, dann nehme ich es so und schlage das so und dann springt es auseinander. Und das Allerwichtigste ist immer noch die Pfeile. Und da setze ich zum Beispiel hier so auf und bewege mit der Pfeile einfach so hin und her. Und dadurch ist die immer Rasiermesser scharf. Genau. Und dann andere Richtung genauso. So. Mach die hier. Und wenn ich dann manchmal noch ein Grat, dann kann ich das überprüfen, ob das wirklich hier schön festhängt. Und ansonsten gehe ich manchmal noch mit einem Schleifstein, kann ich hier noch so drüber gehen, über den Zaun. Genau, und dann, jetzt hatte ich mal einen Stein reingesägt, ging super. Genau, ja, und da brauchst du halt noch die Beutel zum Abtransport immer. Und jetzt kann man das gleich schön einlesen, wieder in den Beutel, und an die Stelle hinmachen. Hier, dass man mal sieht. Diesen Behälter habe ich gestern gefüllt, aus dem Wald geholt und klein gemacht. Innerhalb, jetzt sieht man es schlecht, innerhalb von einer Stunde, drei Stunden. 3 Stunden war der voll bis hoch. Schön fein auch. Weil jetzt kann es schön trocknen. Da kann man noch die in 14 Tagen verbrennen.